Jetzt muss er innen durch. Die Lücke wäre da. Aber die Kopf hinter bei dieser Geschichte. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich unheimlich, dass ich hier in der Schweiz zum allerersten Mal spielen darf bei Markus Rüffel im Lauftempel der Schweiz sozusagen. Ich war ja viele Jahre in Niahuru, ganz kleiner Ort, oben 2500 Meter Höhe. Lief also diese Hauptstraße runter, Niahuru, aus dem Ort raus und plötzlich bei der Tankstelle springt einer der Tankwarts auf die Straße und läuft mit mir mit. Ganz locker. Hello, my friend. How are you? I'm fine, thank you. Where you come from? Germany. Oh, Germany. A beautiful country, my friend. Lief ganz locker neben mir her, ja, mit seinem Auto. Ja. Mütze auf, Straßenschuhe. Habe ich gedacht, beautiful country, woher will der das wissen? Ja? Hat ja nie hoch und noch nie verlassen. Ja. Dann habe ich erstmal beautiful das Tempo angezogen. Mal zum Testen, ja. Der lief ganz locker neben mir her. Ich gucke irgendwann auf die Puls und denke, es gibt so gar nicht 170 Puls schon. Ja? Und dann sage ich irgendwann zu dem, sag mal, was wird denn das eigentlich? Wo willst du eigentlich hin? Oh, mein Freund, sagt er zu mir, ich bin auf dem Weg heim und habe mir gedacht, ach, dann bin ich nicht so alleine, dann laufe ich gleich mit. Ja? Und so nach ungefähr 6 Kilometer sagt er, you see my village over there? Und dann bog der links ab. Und als er links abbog, ich schwitzte schon, mein Puls 170, da machte der den Reißverschluss des Overalls ganz zu. Und vor mir der Fernseher. Und dort lief Said Aouita. Und der Reporter hat dieses Rennen ungefähr so kommentiert. Jetzt noch 100 Meter und schauen Sie auf die Uhr, schauen Sie, er sprintet 12:57, 12:58, Weltrekord! Wenn dann kam er weiter da durch den Laden, dann kam er ein bisschen weiter in die Mitte, ja, sagte Markus, Moment, jetzt pass auf, brauchst du unbedingt. Ohne das geht's gar nicht. Stützstrümpfe! Stützstrümpfe! Ja, ist ja klar, Stützstrümpfe. Ich habe mir ja auch welche an. Baumann, das war immer ganz, ganz speziell, weil da war immer ein Prise Humor drin. Es war immer begleitet von guten Sprüchen. Und das hat man heute Abend jetzt erlebt, in diesen 2x50 Minuten. Er hat das übergebracht und ich glaube, er hat wirklich definitiv sein Hobby jetzt zum Beruf gemacht.